Der Chrysopras und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den Chrysopras, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Chrysopras, auch als Stein der Freude oder Stein der Versöhnung bekannt, ist ein bezaubernder und faszinierender Edelstein, der durch seine charakteristische grüne Farbe auffällt, die von hell bis dunkelgrün reichen kann. Er gehört zur Familie der Chalcedone und ist eine Variante des Minerals Quarz. Die Hauptvorkommen von Chrysopras finden sich in Australien, Brasilien, Kasachstan, Polen und den USA. Der Stein ist bekannt für seine beruhigenden und heilenden Eigenschaften und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 6 bis 7 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er ziemlich widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Wirkung von Chrysopras auf die Psyche. Chrysopras wirkt positiv auf das emotionale Gleichgewicht, indem er dabei hilft, Ängste, Sorgen und Stress abzubauen. Er fördert innere Ruhe, Gelassenheit und Selbstakzeptanz und unterstützt die Fähigkeit, Vergebung und Versöhnung zu üben. Chrysopras hilft dabei, seelische Wunden zu heilen und das Vertrauen in sich selbst und andere wieder aufzubauen. Der Stein stärkt die Kommunikation, fördert Offenheit und Ehrlichkeit und hilft, Konflikte und Missverständnisse zu lösen. Wirkung von Chrysopras auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann Chrysopras die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Entzündungen, Hautirritationen und allergischen Reaktionen. Chrysopras kann auch den Stoffwechsel anregen, das Herz-Kreislauf-System stärken und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Bevor wir zur Anwendung kommen, schau doch auch gerne nach dem Video unten in die Infobox. Da habe ich weitere nützliche Informationen für dich und einen ausführlichen Steckbrief zum Chrysopras verfasst. Lass uns weitermachen. Die Anwendung von Chrysopras. Chrysopras kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine beruhigenden und heilenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Chrysopras auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Edelsteinwasser mit Chrysopras kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der Chrysopras in der Hand gehalten oder auf das Herzchakra gelegt werden, um innere Ruhe, Selbstakzeptanz und die Fähigkeit zur Vergebung und Versöhnung zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Chrysopras. In verschiedenen Kulturen wird der Chrysopras als Stein der Freude, des Mitgefühls und der Heilung verehrt. Er soll seinen Trägern Schutz und Sicherheit bieten, negative Energien abwehren und sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Im alten Ägypten war der Chrysopras als Schmuckstein sehr beliebt und wurde auch bei der Herstellung von Amuletten, Talismanen und Schmuck für die Toten verwendet. Im Mittelalter glaubte man, dass der Stein dazu beitrug, die Fähigkeit zur Wahrheitsfindung und klaren Kommunikation zu stärken. Chrysopras wurde auch als Stein der Venus angesehen und galt als Symbol für Liebe und Schönheit. Chakren und Sternzeichen des Chrysopras. Der Chrysopras wird dem Herzchakra zugeordnet. Er unterstützt die Kommunikation und den Ausdruck von Gefühlen, hilft, emotionale Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, Liebe, Mitgefühl und Vergebung zu geben und zu empfangen. Durch seine Wirkung auf das Herzchakra kann Chrysopras auch die persönliche Wahrheit und Integrität stärken. Dem Chrysopras wird das Sternzeichen Zwilling zugeordnet, welches vom 21. Mai bis 20. Juni stattfindet. Er unterstützt die kommunikativen und flexiblen Zwillinge dabei, ihre emotionale Seite zu stärken,
innere Harmonie zu finden und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Chrysopras, Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen. Um die energetischen Eigenschaften des Chrysopras zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Chrysopras können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen oder in einer Mischung aus Wasser und Meersalz entladen werden. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond. Oder alternativ kann der Chrysopras neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystrose platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Chrysopras seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Chrysopras kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.